Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf der Premiere von Das perfekte Geheimnis in Köln im schönen Cinedom. Und heute sind die ganzen Stars hier aus dem Film. Elias Mbarek ist hier, Wotan Wilke Möhring ist hier, Jessica Schwarz ist hier. Also noch nicht, aber gleich, da hinten an der Wand. Und ich will mal versuchen, dass ich den einen oder anderen hier vor mein Mikro bekomme. Und vielleicht entlocke ich ja dem einen oder anderen das perfekte oder vielleicht überhaupt erstmal ein Geheimnis. Ihr wollt also behaupten, keiner von euch hätte Geheimnisse? Wir haben nichts zu verheimlichen. Hauptdarstellerin des Films hier bei mir, Jessica Schwarz. Und Jessica, ich muss dir ein Riesenkompliment machen. Ja? Ich finde, du siehst zauberhaft aus. Danke. Ich fand dich im Film großartig und wunderschön. Und hier in diesem Grün, ich bin sprachlos. Und ich freue mich, dich als allererstes hier von den Hauptdarstellern bei mir vor der Kamera zu haben. Jetzt sag mir aber mal eins. Du wohnst ja da in dem Film in diesem unglaublichen Loft. Irre, in oder? München. Ja, voll. Gibt es diese Wohnung wirklich oder ist das ein Studio gewesen? Es ist tatsächlich ein Studio gewesen, aber wir kamen rein, wollten alle direkt ins Studio einziehen tatsächlich. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist dem Ausstatter die Farbe abzuquatschen von den Wänden. Die ist jetzt bei mir zu Hause an den Wänden. Also ich bin immer noch begeistert, weil ich habe mir gedacht, wenn es so eine Wohnung wirklich geben würde in München, ja, schätz mal eine Miete. Ja, es ist, dafür muss man einige Titten machen. Okay, wo wir beim Thema sind, ich hoffe, es hat mit dem Film zu tun. Und wenn ihr ihn seht, wisst ihr, was wir meinen. Sind sie denn jetzt gemacht oder nicht? Das hat auch mit dem Film zu tun. Natürlich nicht. Wirklich nicht. Ja, ich hatte gerade deine Film-Ehefrau schon bei mir und habe einmal schon mal die Frage gestellt, die ich jetzt auch dir stellen möchte. Gibt es diese Wohnung wirklich und wenn ja, würdest du gerne einziehen? Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Ich würde gerne einziehen, weil eine unfassbar riesige Altbauwohnung über den Dächern von München. Der erste Teil, es gibt diese Wohnung nicht. Ich weiß nicht, was sie geantwortet hat. Alles andere wäre gelogen. Es war im Studio. 45 Tage waren wir im Studio. Und die Wohnung bestand nur aus den Teilen, die man sieht, und außen herum war Halle. Eigentlich schade, oder? Ich habe mal geschätzt. Das mit Film, das ist ja oft nicht so, wie man denkt. Ja, aber irgendwie war es doch der Wunschtraum. Also ich hätte jetzt gesagt 10.000 Euro netto kalt, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Aber unser Wunschtraum war ehrlich gesagt, die Wohnung danach mit dem Hammer zu zerlegen, durften wir aber nicht. Wotan Wilke Möhring. Das kann man mit einer echten Wohnung auch machen. Zerlegt gerne, also das ist dann dein perfektes Geheimnis. Nein. Er zerlegt gerne Wohnungen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Nein, aber ein Ort, den du mit Liebe und Hass und mit täglich grüßt das Murmeltier, den hätten wir gerne dann auch, ne, beseitigt. Hallo? Elias Mbarek, um diesen Moment beneiden mich hier gerade ungefähr 200 Mädels, die hier am Rand stehen und schon gekreischt haben und deinen Namen wild rufen. Also wenn man so beliebt ist, dann ist ja die Frage naheliegend, wie oft klingelt dein Handy mit unbekannten Nummern, die rausbekommen haben, dass du bist und wie oft antwortest du? Erstaunlich selten, weil ich glaube mittlerweile, ich glaube die Leute wissen auch, dass man Unbekannte normal nicht ans Handy geht. Also ich tue es nicht. Wenn ab und zu mal das Handy unbekannt klingelt, dann wird das ignoriert. Okay. Wie wichtig ist dir das Handy im normalen Leben? Hast du es minutenlang in der Hand oder im Prinzip den ganzen Tag? Oder kannst du es auch mal weglegen? Ich kann es auch weglegen, aber ich habe schon sehr viel in der Hand. Ich lese halt viel auf dem Handy. Ich benutze es auch als Arbeitsgerät. Ich lese E-Mails, beantworte E-Mails. Klar mache ich Fotos, ich chatte damit. Ich telefoniere damit, ich kontrolliere, also ich ordne damit auch mein Arbeitsleben. Also im Kalender speichere ich meine Termine ein und da sind Flugdaten drauf und so. Also es ist schon, also ich glaube, das wichtigste Gerät, das ich so bei mir habe. Ja. Okay. Eine ganz wichtige Frage. Ich suche immer noch das perfekte Geheimnis. Hast du eins, was du niemals verraten würdest? Natürlich wahrscheinlich mir jetzt auch nicht. Ja, sicher. Aber welches denn? Ja, es wäre nicht perfekt, wenn ich es öffentlich machen würde, verstehst du? Weil es bleibt ja nur so lange perfekt, wie es gut ist. Nee, Bora! Wir hatten so einen tollen Satz dafür. Bora! Wie ist nochmal das perfekte Geheimnis? Jetzt das perfekte Geheimnis. Wenn es nicht perfekt wäre, dann wäre es kein Geheimnis. Fuck. Ey, dein Display. Wieso? Es ist doch meins. So, ich habe den Florian jetzt bei mir. Hart erkämpft, weil du bist jetzt der Letzte, glaube ich, den ich vor die Kamera kriege heute. Ich bin der Letzte. Nein, nicht der Letzte, nicht das Letzte. Aber ich stelle jetzt eine ganz komische Frage. Ja. Wie stehst du zum Fußball? Zum Fußball? Ja. Ich bin der beschissenste Fußballspieler auf Gottes Erde. Und bin WM-Gucker. Okay. Maximal vielleicht noch ein bisschen EM. Ich frage dich aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe den Film vorher gesehen.
Und du hast mich die ganze Zeit an Zlatan Ibrahimovic erinnert. Ja, wirklich? Ja. Völlig. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn der jetzt irgendwie gleich den Ball auspackt, dann ist der Göttliche quasi im Film vorhanden. Ja, wir haben tatsächlich probiert, natürlich so einen Typen herzustellen, wie der sich anziehen würde. So eine Mischung aus Nerd und Erdkundelehrer und halt Sportler. Ja. Der ist ja ein Sportler. Dann wissen wir ja, wer Zlatan Ibrahimovic in Wirklichkeit ist. Ein Nerd-Erdkundelehrer. Das ist richtig. Florian David Fitz, Dankeschön. Danke. 3, 2, 1.